Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es ein super schnelles und leckeres Rezept für überbackene Laugenstangen. Aus nur wenigen Zutaten sind sie für eine Feier oder als Abendbrot ruckzuck gemacht. Zutaten und Mengenangaben findest du wie immer sowohl im Video als auch unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Schauen und Nachbacken und jetzt zum Rezept. Ich benötige 200 Gramm Creme fraiche, halben Teelöffel Salz, halben Teelöffel Pfeffer, 2 Prisen Muskatnuss, 125 Gramm Schinkenwürfel, etwas frische Petersilie und 4 Laugenstangen aus dem Tiefkühl. Du kannst sie etwa 15 Minuten vor der Zubereitung aus dem Gefrierfach nehmen. Diese Zeit reicht schon fürs Auftauen aus. Und als erstes werden Creme fraiche, Salz, Pfeffer und Muskatnuss in einer Schüssel gut miteinander vermischt. Für den Belag benötige ich außerdem etwa 80 Gramm geriebenen Käse oder Mozzarella und eine kleine Zwiebel. Und zuerst werden 4 Laugenstangen mit dem Teigroller dünn ausgerollt, die dann auf ein mit dem Backpapier ausgelegtes Backblech legen und noch weiter mit den Händen in die Breite ziehen. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du es jetzt tun. Damit würdest du mich sehr unterstützen und auf dem Kanal findest du ganz viele tolle, einfache und schnelle Backideen für jeden Anlass. Im nächsten Schritt wird der Teig mit Creme fraiche bestrichen. Schön gleichmäßig auf allen 4 Laugenstangen verteilen. Mit Speckwürfeln und Zwiebel belegen. Anschließend den Reibekäse darüber geben. Und das Ganze kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen und verbringt dort etwa 18 bis 20 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Das fertige Laugengebäck in kleine Stücke schneiden und mit frischer Petersilie bestreuen. Gerne kannst du für den Belag auch andere Zutaten nehmen. Und schreib mir gerne in die Kommentare, welchen Belag du ausgewählt hast. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Rezept gefallen hat, dann abonniere meinen Kanal, mach den Daumen hoch und teile das Video mit deinen Freunden. Bis zum nächsten Video. Tschüss!